Hallo, in diesem Video möchte ich euch heute zeigen, wie ihr eine effektive Mückenfalle baut. Alles, was ihr hierfür braucht, um eine effektive Mückenfalle zu bauen, ist etwas heißes Wasser, eine leere PET-Flasche, Zucker, ein Messer sowie Trockenhefe. Als erstes schneidet ihr mit dem Messer den Kopf der Flasche ab. Nun dreht ihr noch den Schraubverschluss weg, denn den brauchen wir nicht mehr. Steckt das Ganze ineinander. Nun füllt ihr etwas Wasser in den Behälter, aber so, dass noch Luft, kann man das sehen, dass noch Luft zwischen dem Wasser und der Öffnung vom Oberteil besteht. Nun gebt reichlich Zucker in das Wasser. So, und nun noch die Trockenhefe hinzu. Nun verrührt das Ganze miteinander. Durch das warme Wasser löst sich die Trockenhefe und der Zucker natürlich viel besser auf, als wenn ihr einfach nur kaltes Wasser nehmen würdet. So, dieser Geruch ist recht eklig. Also ich finde ihn nicht so toll. Aber die Mücken werden ihn auf jeden Fall lieben. Nun stülpt das Oberteil wieder darüber und ihr seht, zwischen der Flüssigkeit und der Öffnung ist noch Luft. Die Mücken werden hier oben hineinfliegen und aber den Weg heraus nicht mehr so leicht finden. Stellt das Gefäß nicht bei euch direkt in der Nähe auf, am besten ein paar Meter entfernt, damit die Mücken nicht an euch angelockt werden, sondern an das Gefäß. Wenn ihr es in der Wohnung aufstellen wollt, stellt es nicht unbedingt ans Fenster, denn somit lockt ihr die Mücken ja in Richtung euer Zimmer, sondern stellt es lieber irgendwo in eine Ecke, aber auch nur in dem Fall, wenn ihr jetzt wirklich Mücken in eurem Zimmer habt. So, nun probiert es einfach aus und schreibt mir in den Kommentaren, wie es funktioniert hat. Über ein Like würde ich mich selbstverständlich sehr freuen. Bis bald!